Seid gegrüßt, ich debattiere heute mit Denzel Kochschinken über das Thema Migration. Hallo Denzel. Hi, grüß dich. Aus welcher politischen Richtung kommst du so ungefähr? Ich komme aus dieser Honigwaben-Bubble. Ich finde, Schlomo ist ein, wie soll ich sagen, ein toller Influencer. Also auch selbst wenn der Themen anspricht, die vorher gar nicht klar waren, denke ich mir manchmal, wow. Wie kann man nur so basierte Meinungen haben? Also sehr, wie soll ich sagen, hat die Evolution verstanden, versteht auch, wie soll ich sagen, wie Politik, so ein bisschen wie das Game funktioniert, hat natürlich auch viele Bereiche, wo er Wissenslücken hat, aber die haben wir alle. Von daher bin ich quasi hier, wenn du Schlomo auf Wisch bestellst, bekommst du Denzel Kochschinken. Ja, und ich glaube, da können wir auch schon mal inhaltlich einsteigen. In der Honigwabe und auch in anderen Teilen des AfD-Vorfeldes wird immer wieder von Remigration geredet. Also was meint ihr konkret damit? Ja gut, das ist das, wonach es klingt. Also ich meine, letzten Endes wurden ja sehr viele Menschen, sage ich mal, in Deutschland reingelassen, die uns hier nicht gut tun. Und das sollte man halt eben wieder rückgängig machen. Die müssen wieder raus, ist ja klar. Wenn wir gerade schon direkt so hart einsteigen, würde ich auch direkt mit Zahlen einsteigen. Ich habe jetzt hier Zahlen aus 2022, die stammen aus einer kleinen Anfrage der AfD an die Bundesregierung. Da geht es um die sogenannten Flüchtlinge, die sind ja keine Flüchtlinge, die 2015/16 hier reingekommen sind. Da wurde uns ja noch erzählt, das sind doch die Leute, also eigentlich tun wir nicht mal denen Gefallen, die tun uns einen Gefallen, weil das sind ja die Arbeitskräfte, die wir so dringend brauchen und die gut ausgebildeten Fachkräfte und auch sonstigen Arbeitskräfte, die wir so dringend brauchen. Ja, die Realität sieht natürlich genau gegenteilig aus. Ich glaube, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, ja, aber da hast du schon mal recht. Wir brauchen nämlich überhaupt keine Fachkräfte und erst recht keine weiteren Arbeitskräfte. Wir haben ein riesiges Problem mit Unterbeschäftigung. Das heißt, dieses Narrativ ist von vorne bis hinten schon mal komplett falsch. Also wollte ich nur kurz ergänzen. Genau, in vielen Bereichen werden Arbeitskräfte gesucht, aber da sind wir wahrscheinlich einer Meinung, das würde man eher mal versuchen umzuschichten und zu gucken, genau, wo man bei die eigenen Ressourcen aktivieren kann. Das nächste Problem ist halt, dass wären das jetzt viele hoch ausgebildete Akademiker gewesen, dann hätte unser Arbeitsmarkt die schon gut gebrauchen können, aber die waren da eine absolute Minderheit. Hier mal ein paar Zahlen. Wir haben das ist aus 2022 sind die Zahlen und wir haben da 893.000 von denen, die gekommen sind um 2015/16 sind in Hartz IV. Zusätzlich sind 235.000 arbeitslos. Zusätzlich sind 437.000 arbeitssuchend. Das ist halt auch wieder diese statistischen Spielereien, man kennt es, ne? Das sind quasi ja, das ist jetzt die Frage, überschneiden sich die Gruppen, die du da gerade gesagt hast? Nee, das ist zusätzlich. Das heißt, das sind 1,5 Millionen gesamt, die quasi hier nicht wertschöpfend tätig sind. Und wie gesagt, das sind, wie gesagt, Hartz IV plus arbeitslos plus Arbeitssuchen. Von den Flüchtlingen, die gekommen sind da, oder sogenannten Flüchtlingen, sind insgesamt 25% beschäftigt, 50% erhalten staatliche Leistungen. Und bei den Syrern sind sogar 60%, die staatliche Leistungen erhalten. Und zu denen, welches Jahr beziehst du dich da als Basisjahr, was du da angibst? Das sind Zahlen von, ich kann dir den Artikel gerne bei Twitter schicken. Moment, da muss ich nachher wieder suchen. Nee, sag einfach, welches Jahr du dich beziehst. Es geht mir gar nicht auf den Artikel. Ich zweifle nicht die Zahlen und ich frage nur, von wann die sind. Die Zahlen sind aus dem Jahr 22, aber die beziehen sich auf die Flüchtlinge, die 15, 16 gekommen sind. Also ist quasi 7 Jahre später. Was machen die? Ne? Und kann ich dir gerne hinterher schicken zur Verifizierung, zur Verifizierung, dass ich hier auch mit Quellen arbeite. Der Punkt ist, dass hier erstmal eine ganz gewaltige Einwanderung ins Sozialsystem stattgefunden hat. Das ist, glaube ich, auch den allermeisten klar. Ich wollte jetzt nur mal ein paar Fakten dazu nennen, auch wenn es trocken ist. Von denjenigen, die einen Job haben, sind 50% in unqualifizierten Jobs. Auch insgesamt haben 43% auch gar keinen Schulabschluss. Also mal jetzt auch nicht so die wirklich gut ausgebildeten Arbeitskräfte. Bei 25% ist keine Angabe. Also weiß man nicht. Also das heißt, 25% arbeiten gesichert in qualifizierten Jobs. Ja.
schwierig. Fakt ist, das sind nicht die Arbeitskräfte, die wir brauchen, nicht die Arbeitskräfte, die unsere Wirtschaft gut tun. Also das Argument, das wirst du ja mir wahrscheinlich recht geben, war einfach eine Lüge, als man uns 2015, 16, beziehungsweise einige erzählen uns das ja bis heute, erzählt hat, das sind die Leute, die wir so dringend brauchen für unsere Wirtschaft. Da wurden wir einfach dreist angelogen. Hinzu kommt, dass das natürlich eine Demografie ist, die wir auch so nicht integriert bekommen. Das kriegen wir jetzt, oder das kommt, kocht ja jetzt so langsam in den Mainstream hoch bei den bei den ganzen Palästina-Demos, wenn man das so sieht, dann merkt man schon, Integration schwierig. Ja? Und es sind ja nicht nur die Araber, die 2015, 2016 gekommen sind. Wenn du gestern das Spiel gesehen hast... Wieso Integration schwierig? Also ich sehe beispielsweise deutsche Politiker, die auch Kriegsverbrechen, die da gerade im aktuellen Gaza-Krieg passieren, rechtfertigen. Also das ist ja jetzt keine Eigenheit von einzelnen Demonstranten. Und ja, was willst du damit überhaupt sagen? Na gut. Kriegsverbrechen rechtfertigen oder, sage ich mal, komische politische Meinungen haben, ist die eine Sache. Aber ich weiß nicht, ob du mir da recht geben würdest, wenn du dir einfach mal diese Demografie, die da demonstriert, und damit meine ich jetzt weniger die paar Linksvoken, die sich da drunter gemischt haben, sondern die andere Demografie, ne, also so die Araber, wenn du dir die anguckst, würdest du sagen, okay, das sind, sag ich mal, Leute, die haben... sag ich mal, ein Wertebild, was mit deinem, sag ich mal, kompatibel ist? Oder würdest du sagen, könnte schwierig werden mit denen zusammen? Das ist mir völlig egal. Die haben Recht auf Meinungsfreiheit. Recht auf jeder in Deutschland. Recht auf heißt jeder. Aber die Frage ist, kannst du mit denen zusammen eine sinnvolle Demokratie betreiben? Das ist meine Frage. Keine Ahnung, dafür habe ich mir diese Demos zu wenig angeguckt. Die meisten wurden ja auch schon verboten. Also in Deutschland wird die Meinungsfreiheit ja auch immer mehr eingeschränkt. Das sieht man beim aktuellen Nahostkonflikt ja auch besonders gut. Da gebe ich dir absolut recht. Das sieht man bei vielen, in vielen Bereichen, in vielen Konflikten. Und ich glaube, also das muss ich auch mal positiv erwähnen, gerade bei dir, dass du dich so für Meinungsfreiheit einsetzt und auch für offene Debatte, dass du überhaupt zum Beispiel jetzt hier mit mir in der Debatte sitzt. Das ist nicht selbstverständlich mittlerweile. Ja, ich meine, darunter hat in den letzten Jahren also bis zum Ukraine-Krieg ja vor allem das rechte Lager gelitten, dass die Meinungsfreiheit immer weiter eingeschränkt wurde. Ich meine, du kommst ja aus der Honigfarben-Bubble, du hast das mitgekriegt, genau. Beispielsweise, wie viele Kanäle bei Schlomo gesperrt wurden. Sein neuester wurde jüngstens wieder gesperrt. Und okay. Seit dem Ukraine-Krieg erlebt man das, glaube ich, auch im linken Lager vermehrt, dass man, wenn man ja die falsche Meinung hat, dass dann Kanäle zensiert werden, dass Äußerungen verboten werden. Also habe sogar gesehen, dass ein Mitglied der dass ein deutscher Linker, Heinrich Bücker heißt der gesagt hat, man solle sich in die Perspektive Russlands versetzen, dass der zuerst mal zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, dann in der zweiten Instanz freigesprochen. Aber das ist ja schon krass, dass man, wenn man einfach nur sagen sollte, man sollte einen Perspektivwechsel wagen, dass man dann verurteilt werden kann. Und ich glaube, das kommt jetzt auch im linken Lager immer mehr an, dass diese Einschränkung der Meinungsfreiheit nach hinten losgeht. Ja, absolut. Da gibt's ja diesen schlauen Satz, ne, als sie die ersten anfingen zu holen, da habe ich geschwiegen, als sie, ich glaube, es kommt aus dem Dritten Reich, ne, als sie diejenigen geholt haben, habe ich geschwiegen, als sie die Kommunisten geholt haben, habe ich geschwiegen, dann irgendwann haben sie die Juden geholt, da habe ich geschwiegen und als sie anfingen, mich zu holen, war niemand mehr da. Letzten Endes ist ja genau das Problem, ne, solange es einen selbst nicht betrifft, kann man da fröhlich drüber hinwegsehen, aber es ist natürlich hochgefährlich und die Wahrscheinlichkeit, dass es dann früher oder später auch einen selbst betrifft, ist hoch. Deswegen ist es eigentlich oder wäre es schön, wenn auch, sage ich mal, breite Schichten der Gesellschaft endlich mal mitbekommen, dass diese kleinen, aber stetigen Beschneidungen der Meinungsfreiheit und der offenen Debatte Gift sind für eine Demokratie und für einen gut funktionierenden Staat. Wir nennen das Mikroautoritarismus. Also, wenn du hast in so Ländern wie, weiß ich nicht, Russland oder in noch härteren Diktaturen, da läuft es ein bisschen anders. Da läuft es so, du sagst was richtig, richtig Großes gegen den Staat und kriegst dafür so eine richtig hart eine reingedrängt oder noch schlimmer. Ja? Und hier in Deutschland ist es halt nicht so. Hier ist Mikroautoritarismus. Das heißt, du sagst eine Kleinigkeit und dann kriegst du so eine Kleinigkeit zurück. So, keine Ahnung, du hast plötzlich einen Shadowban bei YouTube, Shadowban bei Twitter, gibt es seit Elon Musk netterweise nicht. Dein YouTube-Kanal. Das wissen wir nicht.
Das wissen wir nicht. Das ist ja das Problem. Okay, von mir. Aber zumindest kann ich von meinem eigenen Account sprechen. Vorher hatte ich einen dicken Shadow-Band drin. Seit Elon Musk übernommen hat, habe ich viel mehr erreicht. Viel besser. Ja, genau. Auf YouTube auf jeden Fall Shadow-Bands aktiv. Das kann man beobachten. Das sieht man zum Beispiel, wenn man bestimmte Kanäle eingibt, dass die einfach nicht autovervollständigt werden, wie zum Beispiel Hirn statt Hetze. Ja, schaut auch an dieser Stelle. Gut, jedenfalls Mikroautoritarismus heißt immer so ein bisschen. Und so zum Beispiel den Linken, den du gerade genannt hast, als Beispiel, genau. Du kriegst erstmal so eine Anklage reingedrückt. Das Urteil wäre dann ja auch wahrscheinlich nicht Gefängnis gewesen, sondern sowas wie Geldstrafe oder so. Dann hat er es geschafft, dagegen in Berufung zu gehen. Dabei ist er dann wieder freigesprochen worden. Okay, aber es schneidet natürlich ein. Weil letzten Endes, du überlegst dir halt dreimal, soll ich das jetzt sagen, wenn ich dann meinen YouTube-Kanal, meinen Kanal hier verliere? Soll ich das jetzt sagen, wenn ich dann einen langwierigen Prozess führen muss? Und das ist so ein bisschen, bestrafe die Leute, wenn sie so einen kleinen Schritt zu weit gehen und hoffe dann, dass der Großteil sich weiter, also eben nicht diesen Schritt zu weit geht und sich dadurch, sag ich mal, erziehen lässt. Das ist Mikroautorität. Ja, absolut. Und da sind wir jetzt wieder bei den Pro-Palästina-Demonstrationen. Wie gesagt, ich habe mir jetzt nicht jede einzelne Demonstration angeguckt, aber auch die haben Recht auf Meinungsfreiheit. Und auch weil die vielleicht für eine Sache demonstrieren, auch vielleicht für radikalere Gruppen, die in der deutschen Mehrheitsbevölkerung absolut abgelehnt werden, haben sie trotzdem ein Recht auf Meinungsfreiheit, solange sie eben nicht Gewalt feiern, solange sie nicht Kriegsverbrechen feiern. Also das, was deutsche Politiker ja ganz offiziell machen, wenn sie sagen, wir sind bedingungslos solidarisch mit Israel, während Israel gerade die gesamte zivile Infrastruktur im Gazastreifen entweder kaputt bombt oder Importe da blockiert. Also da ist ja schon klar, welche Seite in Deutschland eher marginalisiert wird und wo jede Aussage versucht wird zu skandalisieren und auf der anderen Seite, da ist alles erlaubt. Also da sehe ich jetzt kein Argument dafür, dass diese Menschen hier nicht hergehören. Das sind gleich mehrere Punkte auf einmal. Also da widerspreche, also in der letzten Aussage widerspreche ich, aber das sind gleich mehrere Punkte auf einmal. Lass mich kurz nacheinander. Also Israel-Palästina-Konflikt sehe ich ein bisschen, sage ich mal, kritischer als du oder vielleicht von einem etwas anderen Winkel als du, aber ich glaube, das wird hier eskalieren, beziehungsweise dann reden wir über was ganz anderes, wenn wir die Kiste jetzt aufmachen. Um es in einem Satz zu sagen, grundsätzlich sollte Deutschland hinter keinem Staat bedingungslos stehen. Grundsätzlich ist kein Staat fehlerfrei oder macht immer nur alles richtig und gut. Und ansonsten würde ich sagen, oder wäre jetzt, wenn ich in Deutschland was zu sagen hätte, würde ich eine recht neutrale Position einnehmen. Und das möchte ich jetzt auch hier in der Debatte machen. Also ich würde mich jetzt dann haben wir da gar keine unterschiedliche Meinung. Also okay. Da würde ich mich anschließen. Super. Dann, das war der Punkt. Jetzt ist die Frage, Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit, super wichtig. Auch wenn jemand hier im Land ist, dann muss auch Meinungsfreiheit haben. Und wenn einem die Meinung nicht gefällt, hat man halt Pech gehabt. So wie du sagst, das meinst klar, es muss irgendwo gewisse Schmerzgrenzen geben, sowas wie Aufruf zu Gewalt oder vielleicht von mir aus auch schon Billigung von Gewalt schwierig. Ja, aber Aufruf zu Gewalt sollte auf jeden Fall Schmerzgrenze sein, Verleumdung sollte Schmerzgrenze sein. Aber Meinungsfreiheit super wichtig. Und alle Leute aus dem rechten Lager, die jetzt sagen, sofort verbieten, so wie es auch die Grünen und die Bundesregierung wollen, die kann ich nur heftig kritisieren. Und ich glaube, da muss ich jetzt die Honigwaben-Bubble verteidigen. Ich glaube, aus der Honigwaben-Bubble sagt das keiner oder zumindest so gut wie keiner. Das ist, denke ich, klarer Konsens bei uns. Bitte, bitte geht auf die Straße und demonstriert für das, was ihr denkt, weil dann sehen wir doch wenigstens, was los ist. Das ist ja eigentlich, ich meine, das ist ja gut. Wir wollen es ja sichtbar haben. Warum sollen wir den Leuten verbieten, ihre Meinung zu sagen, damit sie irgendwo unter sich in der Wohnung unter Ausschluss der Öffentlichkeit ihre Meinung sagen? Wir wollen, dass die rausgehen auf die Straße und da ihre Meinung sagen, damit wir es auch alle sehen und hören können. So, jetzt die nächste Frage, Integration. Es war jetzt eigentlich nur ein Beispiel von mir. Gibt noch viele andere Beispiele. Zum Beispiel gestern Abend hat ja Länderspiel Deutschland gegen die Türkei in Berlin, also für Deutschland ein Auswärtsspiel. Deswegen, also hat man auch sehr gemerkt im Stadion, ne, sobald deutsche Nationalhymne wurde gesungen,
so durchgepfiffen, sobald Deutschland am Ball war, wurde durchgepfiffen, sobald die Türkei am Ball war, hast du das Stadion nur krölen und jubeln gehört. Also klares Heimspiel für die Türkei, muss man sagen. Und der Punkt ist, also in Berlin leben 110.000 Türken. Ich meine, das ist so viel wie eine, weiß nicht, wie die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz oder so. Ne? Die werden auch aus Umland Berlin gekommen sein, da leben sich ja, oder halt auch aus vielleicht sogar anderen Bundesländern. Jedenfalls, der Punkt ist, das sind ja jetzt keine türkischen Fußballfans, die zum Großteil diese, weiß nicht, 50.000 Türken waren da, glaube ich, das sind jetzt keine türkischen Fußballfans zum Großteil, die jetzt halt für dieses Spiel aus der Türkei hergefahren, geflogen sind und jetzt ihre Mannschaft anfeuern, dann wäre das jetzt irrelevant. Der Großteil von diesen Leuten lebt halt in Deutschland und hat wahrscheinlich auch einen deutschen Pass und lebt schon seit Ewigkeiten hier. Aber man merkt, so die Integration in Deutschland hat jetzt nicht funktioniert, wenn du schon bei der Nationalmannschaft, Nationalhymne anfängst, die Nationalmannschaft des Landes, in dem du eigentlich lebst und dessen Staatsbürger du oft dann auch bist, auszupfeifen. Das ist für mich keine funktionierende Integration, die siehst du in ganz vielen. Da hast du recht. Aber die Fankultur in der Türkei, zumindest auch wenn sich türkische Liga ansieht, beziehungsweise türkisch Spiele von türkischen Mannschaften in der Champions League, das ist tatsächlich immer so, dass der, also häufig so, dass der Gegner einfach ausgepfiffen wird, wenn er am Ball ist oder so. Das ist völlig anders als hier. Ja, ja, ich ja, weiß. Kannst du das jetzt als ein Beispiel für fehlende Integration nehmen, ja. Ich kenne ja die Argumente, ich weiß ja, worauf du hinaus willst, aber wer ist jetzt bei Remigration mitgemeint? Also die Türken, die einen deutschen Pass haben, also die, jetzt sind es ja Deutsche, wenn sie einen deutschen Pass haben, die sind wahrscheinlich nicht mehr mitgemeint, oder? Nicht unbedingt, und wenn, dann erst sehr, sehr weit am Schluss. Also eigentlich im Prinzip ist ja die Frage, wie viel davon kriegt man denn überhaupt durchgesetzt? Und wenn man anfängt, irgendwas durchgesetzt zu bekommen, dann meinst du natürlich die wichtigsten Punkte zuerst. Ja, also wäre natürlich Step One die Leute, die sowieso ausreisepflichtig sind hier in Deutschland, sind ja auch irgendwie 300.000, die seit Jahren nicht abgeschoben werden, es werden eigentlich immer mehr. So, das wäre natürlich Step One. Step Two wäre dann halt mal zu prüfen von denjenigen, die wir hier 2015, 2016 reingelassen haben und Folgejahre, wie viele von denen, wobei, ich würde sagen, wir machen es erstmal umgekehrt, wir gucken erstmal, wer sind die schlimmsten Früchtchen. Ja, also jeder, der irgendwie kriminell ist, sich an Gruppenvergewaltigungen beteiligt hat, raus. Ja, und zwar so schnell wie es geht. Und dann gucken wir nach denjenigen, die jetzt nicht offensichtlich kriminell sind, wen man in welcher Reihenfolge mal rausbringen sollte. Weil Fakt ist, es ist ein absurdes Milliardengrab, also wir bezahlen unfassbare Summen dafür, also auch an diejenigen Leute, die nicht, also die Kriminellen, die sind ja quasi nochmal die Spitze des Eisbergs, aber darunter sind halt die Leute, die hier vom Staat leben, die zum Großteil wirklich gezielt auch in die Sozialsysteme eingewandert sind. Mir geht es hier nicht um, weiß ich nicht, jemanden, der wirklich so für Arbeit nach Deutschland eingewandert ist, 10 Jahre hier hart gearbeitet hat und jetzt von mir aus mal, weiß nicht, seine Firma ist pleite gegangen und jetzt lebt er mal ein paar Monate von Stütze, um wieder auf die Beine zu kommen, um sich neu zu orientieren. Ja, mit solchen Leuten habe ich auch kein Problem. Im Gegenteil, ja, er hat ja 10 Jahre, also jetzt im fiktiven Fall 10 Jahre hart gearbeitet, hat genauso Anrecht auf Arbeitslosengeld wie jeder Deutsche auch, ob er jetzt einen Pass hat oder nicht. Aber gerade die Leute, die hier gezielt in die Sozialsysteme eingewandert sind, die unsere Kassen massiv belasten und die unsere Wirtschaft massiv belasten. Ich glaube, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, aber ich glaube, zu diesem Einwanderung und die Sozialsysteme, da können wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber reden. Aber jetzt erstmal wirklich, wer ist damit gemeint? Du hast gerade gesagt, die 300.000 Menschen, die hier geduldet sind. Von denen sind rund 50.000 unmittelbar ausreisepflichtig. Also, das heißt, du jetzt 50.000, die du sofort abschieben könntest, sondern 300.000, die du im Laufe der nächsten Jahre, wenn du die Duldung nicht verlängerst, dann auch legal abschieben könntest. Aber wir haben ja seit 2015 hier über 3 Millionen Flüchtlinge. Das ist ja immer noch keine demografisch relevante Anzahl, selbst wenn man sich die Zahlen von seit 2015 ansieht. Naja, die 3 Millionen sind jetzt nicht irrelevant, würde ich sagen. Also die 300.000 oder die 50.000 sind natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist ja ein Unterschied. Also die 300.000, die, okay, sagen wir, die dürftest du wirklich abschieben. Aber jemand, der hier erstmal Asylrecht bekommen hat, den kannst du ja nicht einfach so abschieben. Welche Gesetze würdest du dann ändern? Das ist eine gute Frage. Müsste man sich natürlich im Detail angucken, aber so als grobe Idee. Die Frage ist erstmal,
warum sind die hier? Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel Leute aus Syrien hast, ja, dann muss man halt auch einfach feststellen, dass der Krieg in Syrien so gut wie vorbei ist. Also es gibt, glaube ich, im Norden Syriens noch ein kleines Fleckchen, wo Krieg ist, mit freundlicher Unterstützung von Erdogan aus der Türkei, aber ansonsten ist der Großteil des Landes befriedet. Das heißt, der Grund, hier zu sein, ist gar nicht mehr gegeben. Hinzu möchte ich auch sagen, dass ich hatte mir deine Reaktion auf die Honigwabe zusammen mit Selle angeguckt. Und da hast du also fand ich erstmal gut, dass du in einigen Punkten diese Frau Ali auch in einigen Punkten wirklich hart kritisiert hast. In einigen Punkten hast du sie in Schutz genommen oder ja, die Honigwabe angegriffen. Und zum Beispiel einer deiner Hauptpunkte war, dass man ja das Asylrecht nicht an oder dass es ja ein Riesenproblem wäre, das Asylrecht anzugreifen, weil es ja geltendes Recht ist. Und da muss man halt aber auch sagen, geltendes Recht ist immer so eine Auslegungssache, wie es gerade passt. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel einen hochqualifizierten, super gut ausgebildeten IT-Fachmann hast, der für seine Regierung in wichtiger Position arbeitet und jetzt feststellt, dass seine Regierung Verbrechen begeht oder das Gesetz bricht, dass es die eigenen Leute ausspioniert, die eigenen Bürger ausspioniert und jetzt unter Risiko seiner eigenen Sicherheit Beweise dafür sammelt und die an die Presse durchsticht und deshalb jetzt in seinem Land ins Gefängnis gesteckt werden soll. Hätte der Anrecht auf Asyl in Deutschland? Ja, selbstverständlich. So geschehen mit Edward Snowden. Ja, genau deswegen muss das universell angewandt werden und es darf da keine Ausnahmen geben. Naja, aber es wird ja nicht universell angewandt. Also, aber ich möchte noch eine Ja, Sache das zu ist ja Edward. das Problem. Also Ich will, dass das universell ich will angewandt noch wird. eine Sache zu Edward Snowden sagen, ja. Er ist also ein sehr, sehr gut ausgebildeter Mensch, der einen sehr, sehr guten Job hatte und der diesen Job und seine gesamte Heimat riskiert hat, der nie wieder in seine Heimat darf, seine Freunde, Verwandte, alle weg, der da nie wieder hin darf, der dem Gefängnis droht, weil einfach sein Gewissen ihm wichtiger war als sein gut bezahlter Job und seine gesamte Lebensgrundlage im Prinzip. So ein Mensch ist das und den lassen wir hier nicht rein, weil er ist ja nach Russland geflohen und in Russland, das war ja ein sicherer Drittstaat, also hat er kein Anrecht mehr auf Asyl in Deutschland, weil er sich ja bereits in einem sicheren Drittstaat befunden hat. So, aber unsere ganzen Spezialisten, die 2015, 2016 gekommen sind, die haben ja auch etliche Drittstaaten Ja, durchquert ja, und das sind ja. überwiegend völlig unqualifizierte Menschen aus, sage ich mal, Kulturen, die wir hier schlecht integriert bekommen, die gezielt in die Sozialsysteme einwandern und ausgerechnet da vergessen wir das dann plötzlich mit den sicheren Drittstaaten, was bei Ja, Edward was heißt, wir Snowden vergessen das? Also wir haben noch außerhalb total der wichtig EU ist. zwei sichere Drittstaaten. Das sind der Libanon und die Türkei. Und du musst sie erstmal dazu bekommen, dass die zurücknehmen. Das sind nämlich auch nicht ihre Staatsbürger, das sind syrische Staatsbürger. Ja, dennoch müssen wir die hier erstens nicht reinlassen und zweitens dann halt auch wieder gegebenenfalls dahin zurückbringen. Und viele Ja, kommen ja auch was über machst die. du, wenn sowohl die Türkei als auch der Libanon sagen, wollen wir nicht? Also wir sind bereit, Syrer aufzunehmen, aber nur aus Syrien. Alle, die schon weitergewandert sind, nicht mehr unser Problem. Da muss man sich eine andere Lösung finden. Viele kommen ja auch aus Nordafrika beispielsweise. Da müsste man dann einfach mal diese Schlepperrouten dicht machen, so wie es früher ja auch der Fall war. Oder wie es Australien so schön vorgemacht hat mit der Operation Sovereign Borders, wo man dann auch die Ertrunkenen auf quasi null runter bekommen hat, weil es ja klar ist, wenn die wissen, dass sie keine Chance haben, darüber zu kommen, weil die Grenzen dicht sind, dann versuchen sie es auch nicht mehr. Ergo ertrinkt auch niemand. Das ist ja diese Lüge der sogenannten Seenotrettung, die uns erzählen wollen, dass sie da Leben retten, aber was sie in erster Linie machen, ist, die Leute erst aufs Mittelmeer locken, um sie dann rüberzuschleppen, um eben diese illegale Einwanderung zu nicht nur zu fördern, zu betreiben im Großteil. Jetzt die Frage ist genau, wie macht man die Grenzen dicht, wie kriegt man die wieder raus? Da muss man natürlich, sage ich mal, im Einzelfall Lösungen finden. Also klar, wenn die Türkei sagt, wir nehmen die nicht zurück, wird es schwierig, die Leute dann alle in die Türkei abzuschieben. Ja, das wird nicht funktionieren, ist klar. Aber da muss man halt gucken, gut, kann man die vielleicht irgendwie, kann man da mit irgendwelchen nordafrikanischen Staaten vielleicht Abkommen finden? Oder jetzt im Fall von Syrien ist ja relativ einfach. Assad hat schon gesagt, ey, gebt uns mal unsere Leute zurück, die brauchen wir, um das Land aufzubauen. Da würde ich sagen, ja, gerne Assad, da können wir helfen.
Ja, aber dann müsste man doch auch die Sanktionen gegen Syrien aufheben, damit Syrien diese Leute überhaupt versorgen kann. Also Da habe aktuell ich kein. wird der Wiederaufbau in Syrien ja durch die westlichen Wirtschaftssanktionen verhindert. Also der Westen hatte ja Sanktionen erlassen, schon zu Beginn des Bürgerkrieges, um den Sturz von Assad weiter zu befördern, beziehungsweise um Syrien zu schwächen, und die Sanktionen sind bis heute nicht aufgehoben. Da bin ich ganz deiner Meinung. Ich halte überhaupt nichts von diesen Sanktionen. Ich halte auch im Großen und Ganzen nichts von dieser westlichen Außenpolitik. Also der Krieg in Syrien wurde ja vom Westen aktiv gefördert, muss man so sagen. Und das ist eine Sauerei. Und auch das Mitmischen der Türkei im Syrienkrieg, dass wir das so locker hinnehmen, sage ich jetzt mal, finde ich auch nicht in Ordnung. Also da wäre ich für einen, und nicht nur ich, sondern eigentlich fast das gesamte AfD-Lager sind wir eigentlich für einen gravierenden Kurswechsel in der Außenpolitik. In Bezug auf Syrien hast du recht. Da hat die AfD, das habe ich jüngst gesehen, tatsächlich die Beendigung der Sanktionen gefordert. Und ich finde, das sind Sachen, da könnten die AfD und ein Bündnis Wagenknecht im Bundestag dann auch gemeinsam abstimmen. Also bei solchen außenpolitischen Themen, wo man sich dann einig ist. Ja, das denke ich auch. Also gerade bei außenpolitischen Themen wird es da einige geben, wo man sich einig ist, weil diese, ich sag mal, amerikanisch geführte westliche ja, Imperialismus, der führt zu nichts Gutes. Ja, vor allem, wir haben einfach unterschiedliche Interessen. Wenn die USA diese Region da destabilisieren und dadurch einfach an Ölquellen rankommen, dann ist das für die USA eigentlich nur gut. Beziehungsweise sie da einfach ihre Waffen verkaufen können. Wir Europäer oder und vor allem die Nachbarländer, also die noch mehr, wir Europäer dann auch noch, haben dann die Flüchtlinge hier. Also wir Genau. bezahlen dann den Preis für die Interessen anderer. Genau, das ist ja im Ukraine-Krieg jetzt auch nicht anders. Die Amerikaner machen den großen Reibach durch nicht nur Waffenverkäufe, sondern auch, wie du sagst, ne, Energieverkäufe. Und wir, insbesondere in Deutschland, aber auch in restlichen Teilen Europas, sind die Dummen, die blöd aus der Wäsche gucken und machen da aber kritiklos mit. Und wenn uns die Pipeline gesprengt wird, halten wir die Klappe. Also, ich sag mal, Xavier Naidoo ist zwar ein Spinner und ein Flachkopf, aber manchmal haben halt auch Spinner und Flachköpfe einen richtigen Riecher. Und als damals Xavier Naidoo gesagt hat, Deutschland ist ein besetztes Land, ja, da war der Aufschrei groß im Mainstream. Als die Pipeline gesprengt wurde, war der Aufstand nicht so groß im Mainstream. Ja, die Beziehung zwischen Deutschland und den USA ist so ein bisschen wie zwischen einem Mann und einer Frau, die regelmäßig mit einem blauen Auge rumläuft und dann sagt, ja, ich bin die Treppe runtergefallen. Nee, nee, der hat mich nicht Ja, ich geschlagen. halte von solchen Analogien zur Alltagssituation eigentlich nicht viel, aber das ist tatsächlich gar keine schlechte Analogie. Denn das verdeutlicht es ja schon, die Frau könnte ja einfach weggehen. Also Deutschland, beziehungsweise eigentlich ganz Europa, könnten ja eine eigenständige Außenpolitik machen. Wir müssten ja keine Wirtschaftskriege gegen andere Länder anführen, und erst recht haben wir ein Interesse an einer friedlichen Nachbarschaft. Also dass da Regionalmächte in Syrien zündeln mit Unterstützung der Amerikaner und wir dann noch freudig dabei mitmachen, dass man in Libyen eine extrem stabile Regierung, die eine extrem gute Wirtschaftspolitik gemacht hat unter Gaddafi, dass man die einfach wegbombt und dann da ein komplett zerstörtes Land hat, was jetzt eine Flüchtlingsroute ist. Also das ist ja nicht in unserem Interesse. Ja, volle Zustimmung. Und das war auch mal wieder, ich würde sagen, Gier über Vernunft oder was auch immer, da die entsprechenden Kreise, die das unbedingt wollten, getrieben hat. Aber Gaddafi hat ja in seinem, hat so eine Art Abschiedsbrief an die Welt geschrieben. Und da steht das ja schon drinne. Ihr werdet euch noch umsehen. Und die Flüchtlinge werden ganz Europa destabilisieren, die jetzt über die Libyen-Route kommen werden. Und, ja, muss man leider sagen, hat er recht behalten. Man hat auch den ganzen Saal in Brand gesetzt. Also diese ganzen Probleme mit Islamismus, die man da jetzt hat, die sind auch dadurch, also zumindest verschärft worden, dass Libyen jetzt kein stabiler Staat mehr ist, sondern Libyen diese Islamisten erstmal ein Rückzugsgebiet haben und zweitens, ja, bestimmte Milizen, die vorher in Diensten Gaddafis standen, jetzt ihre jeweiligen Länder destabilisieren. Also man denke an die Tuareg-Rebellen in Mali, die sich dort mit Islamisten verbündet hatten. Die haben vorher für Gaddafi, ja, Sicherheitsaufgaben übernommen. Ah, also weißt du, da kennst du dich besser, bist du deeper im Game als ich. Aus dem politischen Game bin ich nicht so tief drinne, aber Ja, aber ich glaube, so also grundsätzlich sollten wir Europäer uns ja dafür einsetzen, dass zumindest um die Europäische Union so ein Gürtel sicherer Staaten ist. Also ich glaube, da da bin sind ich wir uns deutlich höher. einig. Also Da, so, sowas.
in Osteuropa dadurch, dass wir da ein gemeinsames Abkommen mit Russland finden, dass wir da die Einflusssphären abstecken und ja, solche Kriege wie das, was in der Ukraine passiert ist, verhindern. Ich meine, ein ähnliches Szenario droht uns in Georgien und Moldawien. Das muss man durch ein gemeinsames Abkommen mit Russland klären. Und in Nordafrika haben wir Libyen und im Nahen Osten, da haben wir jetzt Israel, Palästina und Syrien, die da gerade sehr, sehr instabil sind. Und da müssten wir eigentlich erstmal Frieden verhandeln und dann ja zu einer vernünftigen Kooperation mit diesen Regionen finden. Ich meine, ja, wir hatten hier fast keine syrischen Flüchtlinge vor 2011. Jetzt haben wir hier über 1 Million syrische Flüchtlinge. Genau, wobei das kann man auch differenzierter betrachten, aber grundsätzlich, was du gerade außenpolitisch gesagt hast, da sind wir voll auf einer Linie. Ja, also Staatschefs wie Gaddafi oder Putin sind zwar keine leuchtenden Demokraten, aber die sind, ich sag mal, tolerierbar. Ja, die verwalten einen stabilen Staat und man kann ja politisch mit denen reden und man kann dann quasi zu Lösungen kommen, wo letzten Endes alle unterm Strich profitieren. Und gerade, also Libyen brauche ich ja nicht ansprechen, aber auch gerade dieser Ukraine-Krieg ist ja einfach eine Lose-Lose-Lose-Situation für alle Beteiligten, außer vielleicht für die amerikanische Waffenlobby, die sich dumm und dämlich verdient. Aber im Großen und Ganzen hilft der Scheiß ja niemandem. Ne? Die Ukrainer werden an der Front verheizt, die Russen werden an der Front verheizt, die Ukraine liegt in Schutt und Asche, wir zahlen Unmengen an Kohle für den Schwachsinn. Sage ich mal, Sicherheitslage ist angespannt wie noch nie. Theoretisch kann es bis zu einem Atomkrieg hoch eskalieren. Alles vollkommen unnötig. Man hätte frühzeitig, schon bevor dem Bürgerkrieg in 2014, man hätte einfach diesen komischen Putsch in der Ukraine einfach lassen können und sagen können, okay, Putin, pass auf, wir machen mit dir einen Deal. Was heißt ich, Ukraine wird kein NATO-Staat, von mir aus installier da deine dir freundliche Regierung, aber lass die vielleicht so ein bisschen Handel mit uns treiben oder so. Das hätte doch gereicht. Also eigentlich kann es uns auch egal sein, ob die überhaupt Handel mit uns treiben, aber so ein bisschen. Man kann ja auch so ein bisschen entgegenkommen. Vielleicht so ein bisschen, lass mal ein bisschen demokratische Grundrechte in der Ukraine. Das fänden wir ganz gut. Bisschen freien Handel in der Ukraine und ansonsten ne, gehen wir sicherheitstechnisch in deine Richtung und dann hätten wir da Frieden und Stabilität und Wohlstand hier in Deutschland und Europa. Also da hast du recht, also bis zum 2014, bis zum Putsch wäre das in der Ukraine tatsächlich möglich gewesen. In der ganzen Ukraine, einschließlich der Krim, mit dem Putsch und der Krim-Annexion wäre das dann zumindest innerhalb der Ukraine ohne Krim möglich gewesen. Und zwar bis zum Sommer 2022, bevor Russland da die ostukrainischen Gebiete annektiert hat, was auch eine Reaktion auf die Veränderung der ukrainischen Position war. Also die Ukraine hatte ja vorher gesagt, wir sind bereit, ein Friedensabkommen mit Russland zu akzeptieren. Das hat sie dann widerrufen auf westlichen Druck hin und dadurch hat sich dann die russische Position verschärft. Das heißt, diese aggressive Position, die sorgt dafür, dass Russland auf seiner Seite auch ja mehr in diesen Krieg investiert und seine eigene Position auch verschärft. Und ja, darauf kam dann auch diese Mobilisierung von über 300.000 jungen Russen und das hat bis jetzt gereicht, um die Frontlinien zumindest zu halten und aktuell sieht es für die Ukraine nicht gut aus. Also wir brauchen jetzt gar nicht weiter über Außenpolitik reden. Ich glaube vor allem in Bezug auf Osteuropa und Russland, da haben wir ziemlich die gleiche Position in Bezug auf andere Länder im Nahen Osten und in Nordafrika. Da müsst ihr jetzt über Wirtschaftspolitik reden. Das würde jetzt hier, glaube ich, den Rahmen sprengen. Wir wollen ja über Migration reden. Also nehmen wir jetzt mal an, die AfD kommt 2025 an die Macht und sagt dann, die sie seit 2015 gekommen sind, die wollen wir wieder loswerden. Da gibt es dann ein Problem. Alle, die 8 Jahre in Deutschland sind und die einigermaßen Deutsch gelernt haben, können eine deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Das heißt, viele von denen haben dann vielleicht schon eine deutsche Staatsbürgerschaft. Erst recht, wenn es eine Regierung an die Macht zu kommen droht, die droht sie abzuschieben. Also erst recht, dann werden viele zum Amt rennen und sagen, okay, ich sichere mich lieber dagegen ab, dass ich hier jetzt einfach so abgeschoben werden kann. Ja, das ist ein realistisches Szenario. Auch bisher wurden ja zum Teil die Staatsbürgerschaften sehr großzügig verteilt. Also ich verweise da zum Beispiel auf einen Amokfahrer aus Berlin, der irgendwie mit seinem Auto in eine Menschenmenge reingefahren ist, wie ich die Presse nur zitieren kann, der deutsche Täter, ja, also deutscher Staatsbürger, der brauchte dann im Polizeiverhör erstmal einen Dolmetscher, um auch adäquat verhört werden zu können, weil seine Deutschkenntnisse so schlecht sind. Und ich denke, da werden sich, wenn man mal wirklich guckt, werden sich viele Beispiele finden von Leuten, die in den letzten Jahren einen deutschen Pass aus sehr unverdienten Gründen bekommen haben, die sehr, sehr schlecht integriert sind, die auch sehr mäßige Deutschkenntnisse haben. Und das ist
sehr ärgerlich, weil eigentlich eine Staatsbürgerschaft etwas, sage ich mal, sehr Fixes sein sollte, was einen ja auch schützt vor staatlichen Eingriffen. Weil ich meine, wenn ein Staat jetzt einfach sagt, ja, wir können Staatsbürgerschaften entziehen und die Leute abschieben, schwierig, ne? Dann sagen die hier, ja, der deswegen, Agitator. Also was machst du da? Würdest du da Staatsbürgerschaften wieder aberkennen und wenn ja, nach welchen Kriterien? Die Kritik daran, die nehme ich ernst. Wie gesagt, wenn der deutsche Staat, und da hätte er, glaube ich, Bock zu sagen, hier der Agitator und der Denzel, die machen hier regierungskritische Propaganda, das gefällt uns aber überhaupt nicht, Staatsbürgerschaft weg und raus mit denen. Ich glaube, wenn die das jetzt könnten, würden die das machen. Oder wäre zumindest die Wahrscheinlichkeit nicht so gering. Von daher muss man das schon, wie gesagt, genau nach ganz, ganz, ganz festen Kriterien und ganz eng beschränkt und am besten auch wirklich nur über einen begrenzten Zeitraum und danach, wenn es geht, nie wieder, damit das nicht missbraucht wird. Ja gut, ein Kriterium wäre ja zum Beispiel schon mal, hat den Pass erst in den letzten Jahren bekommen. Das würde dann ja schon mal ganz viele Leute in Sicherheit liegen, ne, oder ganz viel Missbrauchsgefahr beschränken. Aber natürlich. Ja, aber so eine Grenze kannst du ja nach hinten setzen. Also wenn du erstmal so eine Grenze eingeführt hast, ja, alle Pässe, die seit 2015 vergeben wurden, wer sagt dann, wenn du das einmal eingeführt hast und das auch beim Bundesverfassungsgericht durchgeht, dass du dann sagst, okay, alle, die ihren Pass nach 1985 bekommen haben. Okay, jetzt alle. Also ja gut, da gibt es dann ja kein Argument, warum ein früheres Datum dann nicht mehr gehen sollte. Ja gut, Slippery Slope hast du immer und bei allem, ne? Wenn, weiß ich nicht, Gewaltverbrecher ins Gefängnis kommen sollten, warum sollten nicht auch Meinungsverbrecher ins Gefängnis kommen? So. Also, und das passiert ja zum Teil schon. Also, Slippery Slope hast du immer, muss man ernst nehmen, ist ein ernstzunehmendes oder ein ernstzunehmender Kritikpunkt, aber wirklich, letzten Endes das Problem ist, dass ja, was heißt, hast du immer? Es ist ja ein Unterschied, ob du Leuten die Staatsbürgerschaft aberkennst oder ob du ein neues Staatsbürgerschaftsrecht einführst für neue Staatsbürgerschaften. Das ist ja ein großer Unterschied. Das ist richtig, aber das Problem ist, dass eben in den letzten Jahren und wahrscheinlich auch in den Folgejahren Fakten geschaffen wurden, die so schwierig bis nicht zu akzeptieren sind oder im Idealfall, ob man das jetzt durchkommt, also durchkriegt. Also wenn jetzt 2025 die AfD an die Macht kommt, ich würde mich sehr, sehr wundern, wenn man es durchkriegen würde, auch nur eine einzige Staatsbürgerschaft zu entziehen, zumindest bei Leuten, die nur eine Staatsbürgerschaft haben. Bei Doppelstaatlern geht das tendenziell schon. Bei Leuten mit nur einer Staatsbürgerschaft, ich würde mich sehr wundern, wenn das durchkommt. Aber wenn ich was zu sagen hätte, dann würde es durchkommen, sagen wir mal so. Und muss man aber sehr aufpassen. Genau, man muss gucken, in den letzten Jahren vergeben. Man sollte, ich denke, hier sollte man wirklich gucken, auch wie sind die Leute aufgestellt? Also wer hier einen Job hat, wer vernünftig Steuern zahlt, wer auch sonst, sage ich mal, gut Deutsch spricht, einen guten Eindruck macht und einen deutschen Pass hat, bitte hier bleiben, ja. Aber ja, diese Kriterien, die du da gerade nennst, die sind alle ja relativ, also das sind ja keine, also die Kriterien hast du dir jetzt aus dem Ärmel geschüttelt. Also okay, ja. Wer keine Steuern zahlt, wer gerade arbeitslos ist, weg mit dem. Also obwohl der eine Staatsbürgerschaft hat. Ja, das Problem ist, wie gesagt, es wurden Fakten geschaffen, die hätten nie eine Staatsbürgerschaft bekommen müssen. Also in einer schlauen Politik würde man solchen Leuten keine Staatsbürgerschaft geben, sondern jetzt ist es zu spät. Aber genau, es ist zu spät. Es wurden Fakten geschaffen und dann muss man halt gucken, wie man damit umgeht. Weil letzten Endes ist Politik halt auch einfach eine Frage der Machbarkeit. Und ich sag mal, hohe Ideale sind schön, aber es bringt einem ja dann nichts, wenn man die nicht umsetzen kann. Und de facto kann es ja sein, dass bis es soweit ist, dass eine Remigration möglich ist, dass sogar alle, die oder fast alle, die 2015 gekommen sind, eine Staatsbürgerschaft haben. Und da müssen wir zumindest eine Idee im Kopf haben, wie wir damit umgehen. Ja, und auch uns schon mal, sag ich mal, an die Idee gewöhnen. Wie viel dann am Ende davon umsetzbar sein wird, ist die andere Frage. Also ich meine, es ist ja schon mal gut, wenn überhaupt nur ein Teil umgesetzt werden kann, wird sich zeigen. Ja, aber ich würde sagen, Schritt für Schritt ist immer ein kleiner Sieg. Ja. Zuerst nimmst du die unmittelbar ausreisepflichtig sind, dann die ausreisepflichtig sind, dann die wie gesagt aus Ländern kommen, wo Krieg geherrscht hat, aber der Krieg schon wieder befriedet ist und so weiter und so weiter. Letzten Endes klar, man wird sich auf Kriterien einigen müssen, anhand derer man dann, als man Pässe entzieht, aber oder Staatsbürgerschaft entzieht, wird man sich auf Kriterien einigen müssen. Ich bezweifle, dass es da innerhalb der AfD irgendwie einen Konsens gibt oder eine, oder wie soll ich sagen, dass es da überhaupt, dieses Thema ist ja einfach, glaube ich, relativ neu. Das sind, sage ich mal,
rebellische Leute aus dem Vorfeld, so wie ich zum Beispiel, die solche Themen besprechen. Das, denke ich, wird innerhalb der AfD nicht besprochen, also noch nicht besprochen werden. Von daher gibt es da auch keine konkrete Ausarbeitung. So ein Diskurs, der kann sich ja ganz schnell selbst radikalisieren, vor allem wenn man bedenkt, dass, ich sag mal so, der Schnellroderflügel der AfD letzten Jahr immer mehr Einfluss gewonnen hat. Also der ist wirtschaftlich, steht er deutlich links des AfD in Mainstreams, aber was diese Kulturpolitik oder Gesellschaftspolitik ist gleich das richtige Wort, steht er eher rechts des AfD-Mainstreams. Also der wäre eher offen für solche Positionen, wie du sie gerade geäußert hast. Und das wäre ja hochproblematisch, wenn Leuten, wie gesagt, ihre Staatsbürgerschaft aberkennen würde, nach solchen Kriterien, die du gerade gesagt hast. Also man kann sagen, okay, wenn sie nach dem damaligen Recht illegal vergeben wurden, wenn da Standards nicht eingehalten wurden, okay, also dann war es illegal, dann kann man die auch wieder aberkennen. Aber wenn sie nach damaligem Recht legal vergeben wurden, dann kann man Leuten nicht einfach so ihre Staatsbürgerschaft wieder wegnehmen. Ja gut, da hast du ja gerade einen guten Punkt genannt oder einen guten Ansatz genannt. Das ist ja großartig. Wir sollten dich in die Brainstorming-Kommission aufnehmen, weil letzten Endes, wenn da Leuten wie jetzt zum Beispiel der dieser Attentäter, den ich genannt habe, dieser Amokfahrer, wenn da Leuten halt die Staatsbürgerschaft gegeben wird, die offensichtlich nicht mal passabel oder halbwegs vernünftig Deutsch sprechen, dann kann man ja das so sagen, dann war das halt eben rechtswidrig, denen die Staatsbürgerschaft zu geben. Und das kann man ja praktisch bei allen machen, die jetzt nicht gerade eine 180-Grad-Wende oder wie eine 360-Grad-Wende, wie Baerbock sagen würde, hingelegt haben. Also ich meine, klar, wenn du jetzt einen hast, der war damals nach allen Regeln ein toller Typ, hat super Deutsch gesprochen, hat einen super Job gemacht und ist danach irgendwie abgedriftet in die Salafist-Szene, dann wirst du diese, also das, was du gerade gesagt hast, nicht mehr anwenden können, ja, wenn es quasi erst nach der Staatsbürgerschaftsvergabe war. Aber ich glaube, das sind solche Ausnahmen, also da können wir uns, kann ich von mir aus mit leben, dann nehmen wir halt die, weiß ich nicht, die 5 Salafisten, die erst gut integriert waren und danach in die Salafisten-Szene abgerutscht sind, dann behalten wir die halt, mein Gott, werden auch Pierre Vogel behalten müssen, werden wir schon verkraften. Ja, deswegen, die Mehrheit, die wird das eben legal erhalten haben. Denn wenn du heute ein Verbrechen begehst, ist jetzt egal welches, dann wirst du nach dem Recht verurteilt, was heute gilt. Also selbst wenn man morgen für dieses Verbrechen irgendeine Strafe einführen würde, die viel härter ist als das, was heute gilt, wirst du so bestraft, wie das heutige Recht ist. Und das gilt halt auch bei der Staatsbürgerschaft. Nach heutigem Recht legal ist, dass du sie bekommen hast, dann hast du sie erstmal, dann bist du deutscher Staatsbürger. Ja, das ist aber alles Auslegungssache. Also Nein. Doch, die, wie soll ich sagen, letzten Endes geht es ja darum, wann die Entscheidung getroffen wird und nach welchen Kriterien dann mehr gewichtet wird. Recht ist ja oft sehr, sehr, wie soll ich sagen, schwammig und das ist, wie gesagt, eine Auslegungssache. Hier, Beispielfrage, würdest du sagen, dass wenn ein in einem Land Jagd auf eine bestimmte Person gemacht wird, auch von staatlich tolerierten Todesschwadronen, und weil diese Todesschwadronen diesen Menschen nicht in die Finger bekommen, machen sie einfach Jagd auf jedem, der ihnen nahesteht. Zum Beispiel töten sie seinen Anwalt und dessen minderjährigen Sohn. So. Und dieser Mensch denkt sich dann, das ist ja nicht so gut, jetzt möchte ich gerne meine Familie in Sicherheit haben, ich hätte jetzt gerne meine Frau und meine 2 Kinder, die auch eigentlich sonst nicht so viel mit dem Scheiß, den ich sonst so verzapfe, zu tun haben, die hätte ich gerne in Sicherheit, ich schicke die jetzt per Direktflug nach Deutschland, damit die auch gar kein sicheres Drittland durchqueren bei der Gelegenheit, dass sie direkt in Deutschland ankommen können und direkt Asyl beantragen können. Würdest du sagen, diese Frau und diese 2 Kinder, die auch denen auch kein Verbrechen vorgeworfen wird in dem Land, aus dem sie kommen, denkst du, die hätten Anrecht auf Asyl? Würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Aber ist so tatsächlich vorgekommen in den 90ern mit der Familie von Pablo Escobar, mit seiner Frau und seinen Kindern, die, wie gesagt, die hatten nichts mit seinen Geschäften zu tun. Die Amerikaner haben aber in dem Zeitraum Jagd auf Pablo Escobar gemacht, beziehungsweise zusammen mit der kolumbianischen Regierung. Und die wollten das, dass die Familie von Pablo Escobar in Kolumbien ist, weil Escobar sich dann wahrscheinlich angreifbarer macht, was witzigerweise auch am Ende so geschehen ist. Und dann haben sie die deutsche Regierung angerufen, das war damals Bundeskanzler Helmut Kohl und Angela Merkel war da auch schon in der Regierung als Ministerin.
Und dann haben die quasi einen Deal ausgehandelt, so von wegen, die werden wieder zurückgeschickt, was ja utopisch ist, wie gesagt, also das sind ja eindeutig politisch Verfolgte, ne? Und die werden wieder zurückgeschickt, aber die kolumbianische Regierung nimmt die in Schutzhaft, dass man denen quasi nicht den Todesschwadronen ausliefert, ja, oder dass die sicher sind vor den Todesschwadronen. Und ja, das hat gereicht. Also letzten Endes, die hatten... Ja, aber das ist eindeutig illegal. Sowas geht ja, also sowas sollte eigentlich nicht gehen, jedenfalls, wenn das Asylrecht gilt. Ja, aber es ging. Das ist ja das Ding. Es wird ja immer gebeugt und gedehnt und interpretiert, wie es gerade passt. Heute so, morgen so. Und da muss man sagen, wenn das in die eine Richtung geht, dann geht es auch in die andere Richtung. Letzten Endes ist immer die Frage, was ist politisch gewollt? Ja, ich meine, das mit Pablo Escobars Familie, das war auf jeden Fall problematisch aus einer moralischen Sicht, aber politisch war es schlau, weil so hat man es geschafft, Pablo Escobar letzten Endes aus der Reserve zu locken und zu fangen und zumindest... Was interessiert uns Pablo Escobar? Also wieso war das politisch schlau? Also ich meine, für die Amerikaner war es politisch schlau und für die kolumbianische Regierung. Und es kann es egal sein. Ne? Aber ich meine, warum nicht? Warum nicht denen Gefallen tun? Ja, wenn man da so... Ja, wegen der Grundrechte. Also deswegen haben wir ja einen Rechtsstaat und deswegen haben wir gewisse Grundrechte. Das ist so ein Grundkonsens, auf den sich alle Demokraten eigentlich verständigen sollten, damit es nicht, ja... irgendwann so ein Zustand wie in der südamerikanischen Militärdiktatur hast, wo die Regierung dann einfach alle Regierungskritiker abholen oder verschwinden und umbringen lässt. Also das sind ja keine Zustände, die man will. Und damit es eben nicht so weit kommt, hat man so einen Grundkonsens an Grundrechten, die eigentlich jeder haben sollte. Und ja, je mehr dieser Grundkonsens durchlöchert wird, durch solche Fälle, wie du gerade genannt hast, desto eher kann das sehr schnell abdriften. Da hast du grundsätzlich recht. Problem ist aber, dass die andere Seite quasi bereit ist, schmutzig zu spielen. Und wenn du dann quasi super, super akkurat genau nach den Regeln spielen willst, mit, sag ich mal, super, super akkurat nach den Regeln spielen willst, dann wird letzten Endes die andere Seite, die nicht dazu bereit ist, sich durchsetzen. Das ist natürlich wieder ein slippery slope, weil wie sehr korrumpierst du deine eigenen Werte, um noch konkurrenzfähig zu sein? Ja, am Ende bist du auch nicht besser als der Gegner. Aber genau das gilt es jetzt zu finden. Es gilt quasi ein vernünftiges Ziel, was letzten Endes Frieden und Wohlstand für alle, sage ich mal, in einer realistischen Perspektive hat, durchzusetzen. Und da muss man dann halt auch manchmal, sage ich mal, ein paar etwas, sage ich mal, unbequemere Wege gehen, wenn es schon so weit gekommen ist. Ja, wie gesagt, ne, die letzten Jahre und auch die Folgejahre, da werden heftigst Fakten geschaffen und anders kriegen wir dieses Problem nicht gelöst. Also zwei Dinge. Erstmal die Flüchtlinge, das sind doch nicht die andere Seite. Die andere Seite ist doch die aktuelle Regierung. Ja, normale Menschen, die da gerade als Verschiebemasse gelten, das sind ja jetzt hoffentlich nicht deine Gegner. Nö, die sind da, sag ich mal, Spielball. Aber die sind halt leider der problematische Spielball, ja. Aber die Gegner, das ist ganz klar. Das sind natürlich die, sag ich mal, politischen Kreise und Kräfte, die diese Politik betreiben und befürworten. Und das sind quasi unsere Gegner. Aber diese demografische Frage ist das, was dann am Ende ja die schlimmste Konsequenz hat, weil alles andere ist tendenziell rückgängig zu machen, ja. Aber das wirst du ab irgendeinem Punkt nicht mehr rückgängig machen können und dann geht hier aber richtig die Lunte hoch. Also ja, über Demografie können wir gleich noch reden, aber wir reden hier gerade von einem Szenario, wo du die gesamte staatliche Autorität schon in der Hand hast, wo die AfD die absolute Mehrheit im Bundestag hat. Also das war jetzt gerade unser fiktives Szenario. Okay, AfD hat absolute Mehrheit und ich habe dich ja nach deinem Programm gefragt, was du umsetzen würdest. In der Koalition mit der CDU würde das wahrscheinlich weniger radikal ausfallen, aber ja. Da ist eben die Frage, ob man Positionen einbringt, die mit rechtsstaatlichen Grundsätzen vereinbar sind oder die es eben nicht sind. Naja, ich sag mal, ich denke, da hat man genug Spielraum. Ich bin natürlich kein Experte auf dem Gebiet, aber ich sag mal, so wie ich das Recht wahrnehme und die regelmäßige Auslegung des Rechts wahrnehme, da hat man, denke ich, genug Spielraum, um entsprechende Lösungen finden zu können, die auch funktionieren. Und dann wird dann erstmal, sage ich mal, großzügig. Oder nicht großzügig, aber so weit wie notwendig entschlackt.
Ja, aber wie gesagt, wir reden von einer Situation, wo du die staatliche Autorität schon in der Hand hast. Du musst nicht mehr gegen deinen Gegner gewinnen, du bist jetzt an der Macht und du kannst quasi die politischen Spielregeln auch ändern innerhalb der rechtsstaatlichen Grundsätze. Du musst diese rechtsstaatlichen Grundsätze nicht anzweifeln. So, ja, gut, also, das muss natürlich so geändert werden, aber eben super vorsichtig, habe ich ja schon gesagt. Ne? Du kannst ja auch wieder zur Geltung bringen. Das ist mein Argument. Du könntest ja einfach Staatsbürgerschaftsrecht ändern, Einwanderung auf null reduzieren, das ginge ja alles. Ja, ja. Und man muss halt natürlich für die Zukunft einfach, sage ich mal, eine schlaue Einwanderungspolitik machen, wo keine Staatsbürgerschaften rumgeworfen werden wie Kamelle bei Karneval. Aber man muss auch man muss halt auch zumindest für einen begrenzten Zeitraum, man kann ja sagen, dass man quasi bestimmte Staatsbürgerschaften, die in einem bestimmten Zeitraum vergeben wurde, halt nochmal prüft und diese Vergebung halt rückgängig machen kann. Ist von mir aus wie in der katholischen Kirche. Ja, du kannst dich nicht scheiden lassen, aber du kannst die Ehe noch annullieren lassen. Und wie viel Geschlechtsverkehr dann stattgefunden hat oder nicht, ist halt auch Interpretationsfrage. Ja, es überzeugt mich nicht. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Wie gesagt, wenn du denke ich auch nicht. Also wir haben da verschiedene Meinungen, aber ich denke, wir haben genau. Jeder ja, aber wenn Meinung. Du die Wenn du die staatliche Macht hast, dann sollte es ja, also, und du diese rechtsstaatlichen Grundsätze gut findest, dann sollte es ja eigentlich ein Ziel sein, die wieder universell zur Geltung zu bringen. Das heißt, auch deinen politischen Gegner in Zukunft dazu zu zwingen, sich auch wieder daran zu halten, sollte er mal wieder ans Ruder kommen. Ja, absolut. Also die Idee ist natürlich, genau, wie ich gerade gesagt habe, ne, nur wirklich eingeschränkt, auch für eingeschränkte Zeit, bestimmte Staatsbürgerschaften nochmal zu prüfen, ob die Vergabe, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, korrekt war und das dann zu korrigieren. Und danach ist dieses, also wenn jetzt die AfD die absolute Mehrheit hätte, danach muss dieses Gesetz auch wieder abgeschafft werden. Ja, und in Folge dann einfach, wie gesagt, sinnvolle Vergabe der Staatsbürgerschaften, damit das hoffentlich nie wieder nötig ist. Ja, ansonsten, wenn ich jetzt, was weiß ich, der Großimperator der AfD wäre, also ich bin nicht mal Mitglied, aber ich bin Vorfeld, ich habe zumindest ein bisschen Einfluss und die Leute in meiner Bubble, ja. Aber wenn ich jetzt der Großimperator wäre und wir hätten die absolute Mehrheit, was mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig wäre, dass zum Beispiel Leute wie du immer noch die Meinungsfreiheit hätten und auch eine offene Meinungsfreiheit hätten, nicht mit diesem Mikroautoritarismus, Shadowban hier, Kanalsperre da, weil und dann auch sagen können, ey, wir finden diesen Staatsbürgerschaftsentzug, wir finden den scheiße. Und dann kommt halt jemand von uns und setzt sich dann gegebenenfalls auch mit jemandem wie dir in die Talkshow und hört sich die ganzen kritischen Fragen an und sagt dann, okay, gut, ja, zum Teil berechtigte Kritik, aber machen wir halt trotzdem so, weil das, das und das und wir wollen diese und diese Konsequenz nicht. Da muss man auch einfach mal, sag ich mal, das Selbstbewusstsein haben, die eigene Politik gegen kritische Fragen verteidigen zu können. Aber, und das ist ganz wichtig, man muss auch die Weitsicht haben, zu sehen, was der Vorteil einer offenen Debatte ist. Und zwar, das ist ja auch ein Punkt von der Wagenknecht-Partei, oder diese offene Debatte, Meinungsverbote aufbrechen und so. Genau. Das Ding ist, ich denke, ein großer Grund, warum im 20. Jahrhundert die demokratischen Staaten so viel besser performt haben, auch einfach nach ganz, sag ich mal, objektiven Leistungskriterien, warum die so viel besser performt haben als jetzt zum Beispiel autoritäre Diktaturen. Man würde ja jetzt eigentlich meinen, ne, Demokratie gleich viel Bürokratie und Aufwand und keine Ahnung und eine Diktatur, da hast du einen an der Spitze, der sagt, da wird jetzt ein Großflughafen gebaut und dann wird da ein Großflughafen gebaut und dann funktioniert das. Aber ich denke, der Grund, warum die Demokratien trotzdem besser funktioniert haben, oder einer von vielen, ist, dass es eben eine offene Debatte gab und niemand, kein Mensch und kein politisches Lager, keine politische Strömung liegt immer richtig. Jeder macht Fehler. Und in einer, sage ich mal, Demokratie mit offener Debatte, da kann das offen angesprochen werden, da kann da offen drüber debattiert werden und dann kann auch eine Fehlerkorrektur stattfinden. Wenn das aber nicht der Fall ist, und das hast du ja in Diktaturen praktisch immer, dann ist die Regierung über jede Kritik erhaben. Die Kritiker, was oft natürlich auch schlaue Köpfe sind, werden unterdrückt, gegebenenfalls weggesperrt, umgebracht und es findet aber auch keine Fehlerkorrektur statt. Und deswegen denke ich persönlich, aber auch viele in meinem Lager, dass eben diese offene Debatte und dieser offene Austausch unglaublich wichtig sind für eine interne Fehlerkorrektur. Und außerdem, solange man gute Argumente hat,
kriegt man, muss man sich dadurch auch nicht so angegriffen fühlen, wie es ja die aktuelle Regierung, das ganze Woke-Lager fühlen, weil die halt einfach wissen, dass sie in einer offenen Debatte gnadenlos untergehen. Ja, und also schön, dass du für mich Meinungsfreiheit willst, aber würdest du auch sagen, dass jemand, der jetzt noch weiter von dir politisch entfernt steht, jemand, der beispielsweise sagt, ich hasse Deutschland, sollte der auch Recht auf Meinungsfreiheit haben? Ja, absolut. Und er soll auch jedwede Forderung, was weiß ich, deutschen Staat abschaffen, alle Grenzen auf, soll er offen sagen können. Ohne Shadowban, ohne Kanalsperrung. Und wenn er jetzt, ich sag mal so, vor 10 Jahren seine Staatsbürgerschaft erhalten hat, würdest du die ihm auch nicht wieder aberkennen, wenn er sie völlig legal erhalten hat? Also natürlich ist man ein bisschen motiviert, aber ich denke, das sollte man, also diese Kriterien sollte man nicht anhand der Meinung einer Person stellen, weil dann wird es schwierig. Ne? Weil dann sagst du, okay, der ist extrem deutschlandfeindlich. Ich weiß, das hat Schlomo in der Debatte mit Erwin, glaube ich, gesagt. Ja, ich kann Schlomos Beweggründe da verstehen, aber man muss dann natürlich bei der direkten Durchführung darauf achten, dass das wirklich nicht zu willkürlich wird, ne? Nicht zu schwammig wird, nicht zu wischiwaschi wird, die Gründe, aus denen wir das entziehen, weil dann sagen wir, okay, der eine ist ein extremer Deutschlandfeind, wäre besser, wenn er draußen wäre, und dann kommt als nächstes, ja, was ist mit dem, der hat gesagt, keine Ahnung, Pharmakonzerne sind schlecht, aber ich habe gute Connections zu der Pharmaindustrie, den möchte ich jetzt gerne auch raus haben, und der nächste, der hat gesagt, der Inselkochschinken hat eine bescheuerte Frisur, der muss auf jeden Fall gehen, ja, also da bin ich tendenziell ein bisschen auf deiner Seite, dass ich sage, zu viel slippery slope, zu viel. Ja, also gut, das wäre nämlich auch die Frage, die ich Schlomo stellen würde. Ich hatte ihm ja ein Gespräch angeboten, er hat bisher noch nicht geantwortet. Vielleicht macht er es ja noch. Ja, nämlich diese Frage, welche Kriterien würde er anlegen, was wir gerade besprochen hatten. Naja, ich würde sagen, damit schließen wir die Debatte und ja, ciao. Ach so, willst du schon aufhören? Also ich meine, wir haben jetzt das Thema, ich denke, Migration haben wir mehr oder weniger durch, ne? Ja, ja. Wir haben, glaube ich, aber ich denke, da werden wir eh nicht auf einen Nenner kommen, warum Leute jetzt und wie integrierbar sind oder nicht, aber das können wir von mir aus auch lassen, weil da werden wir eh nicht auf einen Nenner kommen, da werden wir unterschiedliche Ansichten haben. Ja, du siehst schon, dass, um jetzt nochmal grundsätzlich ein paar abschließende Worte dazu zu sagen, wie gesagt, da müsste ich mir jetzt auch mehr zu ansehen. Ich kann, also das ist jetzt vor allem anekdotische Evidenz bei mir. Du siehst schon, dass es kulturelle Unterschiede gibt, je weiter herweg die Menschen kommen. Also Menschen, die du aus Polen kommen, die kannst du besser integrieren als Menschen, die aus der Türkei kommen. Und Menschen, die aus der Türkei kommen, die kannst du besser integrieren als Menschen, die aus Afghanistan kommen. So grundsätzlich. So ja, etwa. Und ja. Ich finde dieses Schreckensbild, was da an der Wand gemalt wird, Deutschland ist bald ein arabisches Land oder Kriminalität, die verX-facht sich, also wir absolute Katastrophe, diese Menschen werden sich niemals integrieren, das halte ich für falsch, aber ich sehe, dass es da große Probleme gibt und ja, deswegen finde ich es ja auch völlig richtig, über eine Begrenzung der Migration zu reden, aber halt nicht über das Aufheben rechtsstaatlicher Standards. Also das nochmal abschließend dazu. Wie gesagt, dazu müsste ich mich jetzt auch erstmal schlau lesen. Das wäre jetzt ein völlig neues Thema, wie das mit der Integration geht. Und ja, du siehst das wahrscheinlich deutlich pessimistischer als ich, aber wie gesagt, das ist jetzt nochmal ein größeres Thema, was wir vielleicht wann anders nochmal debattieren können. Genau, wollte ich gerade sagen, das können wir jetzt mal so stehen lassen. Aber es sind noch so 2, 3 Sachen, die ich ansprechen wollte. Außerdem wollte ich sogar so nett sein, dir die Möglichkeit zu geben, weil Migration ist ja jetzt eher unser Thema, wollte ich so nett sein, dir die Möglichkeit zu geben, mich oder mein Lager in Richtung Wirtschaftspolitik ein bisschen... Das machen wir gleich. Okay. Das machen wir gleich. Okay. Wie gesagt, dann erstmal, das war die Debatte über Migration. Ciao. Ciao.